Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Wir erforschen immer noch die Mysterien des Harlekbaumes. Und ja, jetzt gerade sind wir in ein Gebiet gekommen, wo es sehr viel Scharlachfäule gibt. Aber hier auch eine Leiter, die mich nach unten führt. Und hier ist klares Wasser in der Kanalisation. Mhm, klar. Oh boy. Alter Lava. Hier geht's weiter? Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, gerade hier werde ich jetzt nochmal so richtig herausgefordert. Nope. Krass. Okay, Abwasserkanal. Einmal ganz kurz einen Blick nach draußen werfen. Wow. Wow. Jawoll. Das ist das, was ich schon auf der Map gesehen habe. Dieser Außenring. Genau. Mit den ganzen Brücken, die davon abgehen. Alter Vater. Okay, hier geht es scheinbar doch tatsächlich weiter. Aber umso besser eigentlich. Auf diese Art und Weise habe ich schon mal den nächsten Checkpoint. Da oben habe ich ja bereits einen anderen Weg gesehen. Und noch einen Raum mit Kristallinen. Die möchte ich mir natürlich auch noch beide schnappen. Solange ich hier noch alle Gegner erledigt habe. So. Okay. Da ist die Wurzel. Da ist ein weiteres Becken mit Scharlachfäule. Ich bin gespannt. Oh Gott, ich werde es bereuen, oder? Naja, selbst wenn, ich komme ja schnell wieder hierher. Über den Ort der Gnade, also alles cool. Sieht so aus, als würde hier ein Mini-Boss auftauchen. Vielleicht ja auch nicht, noch kann ich nichts beschwören. Normalerweise ist ja die Möglichkeit, dass man etwas beschwören kann, so ein bisschen eine Art Warnzeichen. Wobei, vielleicht kommt hier ja ein Miniboss und bei dem kann man ja eben nichts beschwören, wer weiß. Was zum Teufel? Diese ganzen Schmetterlinge beunruhigen mich auch, diese leuchtenden. Als ob die einen theoretisch vor was warnen sollten. Aber gleichzeitig locken die einen auch so ein bisschen rein, weil die schon an sich so wertvoll aussehen. Scheiße, ich hab's gar nicht. Jawohl, erwischt. Gestaggert. Die Scharlachfäule ist mir egal. Ich kack den jetzt so dermaßen mit der Scheiße hier zu. Oh Mist. Jawohl, gestaggert. Ich hab ihn. Komm schon. Ich muss ihn haben, bitte. Spiel, das musst du mir gönnen. Yes. Bam. Goldene Saat noch dazu. Jawoll, ja. Große Gräbertallilie. Ah, okay. Und in diesem Teil des Sumpfes bin ich überraschenderweise ziemlich gut in der Lage, mich fortzubewegen. Okay, sonst scheint hier nichts zu sein. Schnell, schnell, schnell. Ist egal, welcher Raum. Einfach nur der nächstbeste. War mir jetzt egal, wo ich lande. Hauptsache, ich lande an einem Ort der Gnade und sterbe da jetzt nicht. Okay, Abwasserkanal. Danach kann ich ja mir den genauen Ort aussuchen. Puh, mega! Hat ja gut geklappt. War doch ein Miniboss da. Wie ich es erwartet habe. So, genau, nee, Gebetsraum nicht. Hier Innenwall, genau. Das war doch da. Da wollte ich jetzt noch den einen Raum mit den Kristallinen machen. Solange ich ihn noch im Kopf behalte. So, und ich nehme an, ja, beschwören kann ich natürlich nicht, aber klar. Manometer ist doch geil. Wobei es, glaube ich, besser wäre, sie die Wurzel hochzulocken, wo sie dann nach und nach kommen.
Ich wollte jetzt mal gucken, wie es mit Spammen klappt, ob das tatsächlich funktioniert, so schlecht das auch ist. Aber na. Dann werde ich einen taktischen Rückzug ansetzen, sobald sie von mir Kenntnis genommen haben. Wie jetzt? Die stehen auf, als Reaktion darauf, dass ich denen näher komme, aber machen nichts. Ja gut, ja, geil, ne? So Angriffe von unten. Muss ich auch schon erleiden im Laufe des Spiels. Schön, dass ich den Gegnern meinen Schmerz beibringen kann. Aber das darf nicht wahr sein, ne? Darf ich bitte? Nein, darf ich nicht? Okay. Cool. Pieksen, 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 pieksen. Weiter pieksen. Piekst mich schön weiter. Jetzt kann der auch gestaggert werden. Na also. So. Einer noch übrig. Er kommt jetzt schön langsam Richtung Ort der Gnade. Gestaxelt. Ne? Bam. Und bam. Und. Jawohl. Voll erwischt. Nein, ich Idiot. Wenigstens kann ich seine Zauber dann unterbrechen. Jetzt wo seine nice, ein Stück von ihm hängt noch da oben. Ha! Jetzt wo ich seine Haltung quasi einmal zerstört habe. Okay. Na also, geht doch. Taktischer Rückzug for the win. Und ich bekomme ein fäulnis Kristallschwert. Oh. Nicht nur ein Kristallschwert, sondern auch noch ein fäulnis Kristallschwert. Moment, hat sich das genau neben dem normalen? Ja, eingereiht, genau dort. Hat auch magischen Schaden und Passiveffekt, löst leichte Scharlachfäule aus. Ein aus reinem Kristall gefertigtes Schwert. Kein Mensch könnte eine solche Waffe herstellen. Strotzt nur so vor Scharlachfäule. In mächtige Magie gehüllt, ihre Angriffskraft skaliert mit Weisheit. Talent Wirbelhieb. Ein Lieblingstalent geschickter Krieger. Wirbelt herum und schlitzt dabei Gegner auf. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem Angriff nachsetzen. Cool. Okay. So. Naja, dann kann ich doch wieder hierhin zurück. Dann habe ich ja jetzt alles erledigt, was ich hier noch erledigen wollte. Und kann jetzt langsam aber sicher voranschreiten. Hab zwar wieder ein paar Runen zusammen, aber die reichen noch nicht für ein Level ab. Also mache ich erstmal so weiter. Alter Vater, ey, das geht da noch ziemlich weit runter. Oh Mann, ey. Wie groß wird das Gebiet noch werden? Also wie weit erstreckt es sich noch? War meine eigentliche Frage. Das ist ja jetzt schon extrem. Ich meine, klar, man sieht ja hier allein schon anhand dieser, ja, anhand von der Map, schon auf der Map kann man ja erkennen, wie komplex dieses Gebiet aufgebaut ist. Das will ich nicht bestreiten. Okay. Jetzt habe ich hier quasi, jetzt bin ich nicht dem eigentlichen Pfad gefolgt, sondern so einen kleinen Nebenpfad. Okay. Gehe ich erstmal hier rein. Was zum Teufel? Oh, da oben.
jetzt ist der weg. Na toll. Feuert doch aus einer noch unerreichbareren Position, bitte. Ja, klar. Ja, klar. Alter, gibt's nicht. Diese scheiß Sniperei, ne? Ey, das darf nicht wahr sein. Wir hören halt partout damit auf. Ja, genau. So. Könnt mich alle mal. Ein nomischer Schmetterling. Cool. Cool, cool. Eieieiei. Nee, da kann ich nicht rüber. Definitiv nicht. Ich habe eigentlich darauf gehofft, dass hier unten jetzt irgendwo eine Leiter wäre, mit der ich da hochkomme. Zu den Sniper-Pennern. Na, ey, natürlich, weißt du? Die schaffen auch jeden Winkel. Oh, ein Aufzug hoch, bitte? Nein. Nein. Falsche Richtung. Ach du Scheiße, ich habe schon den nächsten Ort der Gnade entdeckt. Wie schnell geht denn das hier? Es gibt's. What the hell? Okay. Alter. Wie heißt der Ort hier? Harlekbaumwurzeln. Oh boy. Gibt's nicht, wie ich hier teil. Ich bin instant auf den Weg gestoßen, der zum nächsten Ort der Gnade führt. Das glaubt mir kein Mensch. Ey. Alle denken jetzt, du hast vorher nachgeguckt. Nein, hab ich nicht. Um Gottes Willen, nichts würde mir ferner liegen. So, was haben wir hier draußen? Dann erkunde ich wenigstens den hier draußen alles. In der Hoffnung, hier vielleicht nochmal. Oh, hi. Ich wollte gerade sagen, in der Hoffnung, hier vielleicht auch mal eine. Oh nein. Der ist schon so in Schussposition. Ah, ich dachte, der sieht mich von da hinten aus und macht die krassesten Sniper-Schüsse, die ich je in dem Spiel gesehen hätte. Hättest du mich überrascht? Nee. Als ob mich hier noch irgendetwas überraschen würde in dem Spiel, ey. Das, hier haben die Entwickler, glaube ich, echt gedacht, ey, wisst ihr noch all die Konzeptzeichnungen und all die Ideen, die wir in den letzten From Software-Spielen nicht reinpacken können? Scheißegal, ob Dark Souls, Demon's Souls, Elden Ring, Bloodborne, scheißegal, Sekiro, alles, was wir nicht in die Spiele einbauen können. Lasst uns das alles hier reinmachen, lol, Alter. So kann ich mir echt vorstellen, ist das Meeting abgelaufen. Eieieiei. Und ich sag mal so, ne? Für die Menge an Inhalt kann man From Software echt dankbar sein, ne? Wirklich. Also, ich habe selten ein Spiel gesehen, das so viel Inhalt hat und dennoch genug Abwechslung bietet und nicht langweilig wird. Ne? Normalerweise, das hat man selten, ne? Also, oder nicht oft, ne? Ich sag jetzt mal so das Konterbeispiel dazu: Watch Dogs, ne? Watch Dogs habe ich ja auch auf den Kanal gebracht und auch auf Platin gespielt. Nur leider musste ich feststellen, wegen den Nebenaktivitäten, die musste man ja alle machen. Wirklich alle, ausnahmslos. Und das war zum Ende hin dann doch schon ziemlich, sagen wir mal, ermüdend. Ne? Also die Aufgaben waren zum einen generell viel zu viele. Beziehungsweise die Menge wäre vielleicht nicht so krass negativ ins Gewicht gefallen, wenn sie wenigstens abwechslungsreich gewesen wären. Aber die Aufgaben der gleichen Art,
haben sich gefühlt auch ziemlich wiederholt. Also viel Abwechslung gab es da leider nicht. Nicht so viel, wie man es gerne gehabt hätte. Und das ist halt das, was dann dafür gesorgt hat, dass es doch ein bisschen ernüchternd war. Dann war es zwar viel, aber es hat halt nicht viel... Also es war zwar an sich viel Inhalt, aber der Inhalt hat nicht viel geboten. Ne, das war ja das Problem. Keine Hoffnung voraus. Ja, ich sehe schon. Sieht so aus, als käme man dahin. Aber... ja, man fällt nur runter. Hab ich mir gedacht. Ich dachte mir, vielleicht hier vielleicht? Vielleicht hier vielleicht? Habe ich oft genug vielleicht gesagt? Vielleicht. Also hier hätte ich jetzt allerspätestens erwartet, dass man hier bei den Viechern reinkommt, ne? Auf die Ebene, von wo aus die geballert haben, in aller Sicherheit. Und dass man dann den Spieß umdrehen kann. Wieso geht das nicht, Spiel? Hm? Wieso klappt das nicht? Finde ich jetzt aber... oh je, das war jetzt vielleicht zu hoch. Eng. Sehr eng. Ich frage mich echt, wie ich da dann hinkomme. Ich habe da ein Loch oben gesehen, ja. Aber... bringen tut es mir ja gefühlt gar nichts. Nicht wirklich. Ich höre was. Ach Mensch. Hä? Voll erwischt. Schade eigentlich, weil ich hätte denen jetzt gerne den Frack vollgehauen. Naja, ne, also bei Watch Dogs, ich hoffe, mein Punkt ist einigermaßen klar geworden. War halt wirklich so, ne? Ich habe es durchgespielt und die Story war an sich auch ganz interessant. Generell die Welt an sich war schon interessant. Nur hat sich halt viel zu viel wiederholt, leider. Da hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Und naja, hier ist es genau das Gegenteil. Es gibt viel Inhalt. Du musst nicht alles machen, auch für die Platin erst recht nicht. Aber du kriegst dann einfach mehr Inhalt, ne? Und es macht Bock, das Erforschen. Okay, jetzt wird es aber doch ein kleines bisschen knapp von den Heil-Items her. Deswegen... eigentlich wieder vom Abwasserkanal aus. Besser ist es. Ich weiß, dann kommen die ganzen Gegner in der Kirche wieder, aber theoretisch ist es ja nicht so schlimm. Kann ich wieder ein Level abmachen? Ah, wie viel fehlt mir? 3000 ungefähr. Ah, schade. Jetzt überlege ich gerade, soll ich noch einmal irgendwo hin? Ja, komm. Ich gehe nochmal zum Gebetsraum zurück, farme die letzten 3000. Die sind dann ja schnell zusammen. Zack. Ah, fast. Alter, ich stand direkt vor dem und der hat mich nicht getroffen. Arme Sau. Naja, ich setz mich mal hier hin, ne? Er so, okay, dann gehe ich wieder zurück. So, wieder ein bisschen mehr Energie. Super Sache. Und wieder zum Abwasserkanal zurück. Ja, wo es weitergeht, habe ich ja bereits rausgefunden. Jetzt möchte ich nur natürlich wieder das Ganze drumherum erforschen. Was wieder mal eine Menge ist, wenn man sich das alles hier anguckt. So. Ist echt krass. Das ist einfach mal nochmal ein komplettes Gebiet hier. Da
das zwar nicht so Open-World-mäßig aufgebaut ist wie das geweihte Schneefeld, sondern eher schlauchig, ne? Open-Schlauch sozusagen, aber trotzdem, ne? Okay, das ist tatsächlich der einzige Weg gewesen, den ich hätte gehen können. Interessant. Aber, wenn ich jetzt hier hochgehe, kann ich ja hier lang. So. Komme ich auch hier hoch aufs Dach. Ja, das Dach einschlagen kann ich leider nicht. Keine Hoffnung voraus. Jetzt ist echt die Frage, wie mache ich das? Ich muss ja auf diesen Balken da landen. Vergiss. Vielleicht auf dem anderen Balken landen. Da gab es ja noch einen anderen. Potenzial zum Drauflanden? Na. Na. Wir werden sehen. Also irgendwie muss man ja zu den Viechern da hochkommen. Ne? Es kann nicht sein, dass die irgendwelche Sniper da nach oben hinpacken, ohne eine Möglichkeit, die auszuschalten. Ne? Auch für Nahkämpfer. Ne? Auch für Nahkämpfer müsste es ja theoretisch möglich sein, da hochzukommen und denen die Fresse zu polieren. Aber so richtig. Ne? So lange polieren, bis man sich darin spiegeln kann. Hier vielleicht. Ah, ja, guckste. Das geht ja schon eher. Ja, voll. Ach, als ob. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eins von denen da unten tatsächlich treffe. Krass. Ist ja witzig. Alter, oh, Fernseher, mach doch keine Scheiße. Was die Dinger auch für Kurven schlagen können, ne? Das ist auch unerreicht. Nach der Treffsicherheit würde sich jeder Magier die Finger lecken. Na also, geht doch. Mehr wollte ich doch nicht. Rätsel gelöst und auch der Inhalt dieser Kiste wird nun mein sein. Ein Drachengroßschild-Talisman? Das sieht aus wie ein Schild. Aber das letzte Wort dahinter? Nein. Ups. Falsch. Talismane? Ist tatsächlich ein Talisman. Ich fasse es nicht. Sah aus wie ein Schild. Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden enorm. Ein legendär schmiedeeiserner Talisman mit einem riesigen uralten Drachen. Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden enorm. Die uralten Drachen, die in der Ära vor dem Erdenbaum regierten, beschützten ihren Fürsten wie eine Mauer aus lebenden Felsen. So wurde die Form des Drachen zum Symbol für alle Arten von Schutz. Ja. Okay. Ja gut. Das wäre das. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. So, jetzt ist die Frage, folgen die mir? Ist eine große Viech da? Auf jeden Fall. Ein kleines kommt auch auf die Idee. Ich werde ihn schön aus dem Kopf schlagen. Mit Sternennebel natürlich. So. Jetzt erforsche ich erstmal diesen Teil des Gartens hier. Der kriegt Sternennebel en masse. Warum habe ich jetzt... Die Heilflasche hätte ich nicht nehmen müssen. Mist. Aber geil. So. Oh, Heiligbaum-Soldatenhelm. Nice. So.
Jetzt kann ich hier ja ein kleines bisschen herumlaufen und diesen Ort hier ein bisschen unter die Lupe nehmen. Schauen, was hier zu holen ist. Ja, so ein bisschen umgucken. Schadet ja nicht. Da hinten sehe ich wieder ein Item. Hier rieselt irgendwas runter. Okay. Man kann es doch sehen, oder? Auf dem Bild. Ich glaube, da, wenn ich mich so vor den Schatten stelle, sieht man es am besten. Ne? Da rieselt was. Okay. Ja, hätte ja sein können. So. Ja, habe ich mir gedacht. So. Okay. Heldenrune 5. Scheint von keinem anderen Ritter bewacht worden zu sein. Aber der hier. Ist das nicht schön? Oh Mann. Und tschüss. Die Kellers Lilie. Der gibt mir auch noch ein bisschen was. Ist doch schön. So, später könnt ihr jetzt theoretisch einfach eine Abkürzung nehmen. Oh, das war einer von der schwächeren Sorte. Okay. Da ist einer von der... Nee, auch nicht. Na okay, ein bisschen stärker. Ah. Was macht ihr denn hier? Geheimes Saufgelage? Ja? Habt ihr euch vor der Arbeit gedrückt hier? Und dann immer schön einen hinter die Binde gekippt? Muss ich sagen. Respekt. Okay. Jetzt nochmal hier den Weg etwas erkunden. Ah. Du hättest mir wahrscheinlich die ganze Zeit Pfeile um die Ohren gehauen, ne? Oh, scheiße. Der ist definitiv einer von der stärkeren Sorte. Puh. Okay. Hat ja noch geklappt. Die konnte ich wieder einsammeln. Das ist doch gut. So, hier noch irgendwas. Hier hinter der Ecke so. Nein. Komisch. Wenn man bedenkt, dass da einer weiter oben platziert wurde, um das alles hier zu verteidigen. Die ganzen Lilien von Mikella hat er verteidigt. Okay. Sind ja schöne Blumen, das möchte ich nicht bestreiten. Okay, dann wäre der Bereich hier erstmal abgegrast. Und dann gibt es ja noch einen Weg in die andere Richtung. Wo schon so ein Tausendfüßlerpriester. So ein bisschen erwartend seine Hände gen Himmel erhoben hat. Als ob er entweder darauf wartet, dass ein Gegner kommt, oder als würde irgendetwas passieren. Irgendetwas, worauf er hinbetet. Naja. Wir werden jetzt auf jeden Fall dahin laufen. Und dem Kerl mal auf den Zahn fühlen. Die mache ich weg. Am Ende stürzen die sich alle einfach gleichzeitig auf mich, weil sie es können. Oh no. Oh scheiße, hi. Okay. Wenigstens bin ich den meisten seiner Projektile ausgewichen. Ich sehe schon, die haben sich hier den Hof so ein bisschen geteilt. Auf der einen Seite die ganzen Priester und hier die Tausendfüßler-Menschen. Auf der einen Seite die Ritter und hier die Schweinepriester sozusagen.
Okay. Okay, zum Heilen habe ich leider nicht mehr. Ich hoffe, es reicht noch. Einigermaßen. Scheiße, Alter, das sind scheiße viele. Shit. Okay. Nein, ich Idiot. Oh. Okay. Ich mach's mal leichter für dich hier. Komm mal hierher. Na, oh. Wow. Scheiße. Du Sack, ey. Nein, Alter, laber doch keinen Müll. Das ist ja auch egal. Scheiße. Meine Fresse, ey. Bei der Menge war wirklich nur noch der eine jetzt übrig. Das gibt's ja nicht. Ich dachte, da wären deutlich mehr. Also generell, sowohl von den größeren als auch von den kleineren, dachte ich, wären da deutlich mehr. Na gut. Na gut. So, in die Kirche selbst möchte ich jetzt nicht unbedingt wieder rein. Denn das bedeutet ein zu großes Risiko, dass die ganzen Viecher mich auf einmal mit ihren Projektilen erwischen und dann bin ich direkt weg vom Fenster. Kein Bock zu. Deswegen, ich glaube, hier runter ist die bessere Variante. In vielerlei Hinsicht. Hier vom Balkon aus kann ich dann auch einfach so runter. So. Gut. Der soll mir ja nicht nachlaufen. Ich mache einen großen Bogen um den Eingang. Nicht, dass da irgendwo irgendwie die Viecher direkt getriggert werden. So. Fertig. Und zack, zack. Fertig. Oh boy. Das Geile bei den Viechern ist ja auch wirklich, es ist scheißegal, wo du stehst. Die Projektile können dich immer erwischen. Selbst wenn du dich perfekt hinterm Baum versteckst, die kriegen so eine Kurve. Ist halt dann komplett egal. Okay. Soweit, so gut. Wo sind meine Runen? Da mittendrin oder was? Jetzt erkenne ich sie, glaube ich. Da hinterm Baum, oder? Ja. Okay. Oh nein. So ein Dreck. Nein, hör auf, hör auf! Alter. Alter. So. Ich wusste es. War natürlich nicht das Letzte. Alter. Nein, nein! Natürlich wieder die perfekte Ausweichmöglichkeit genutzt, ne? Ich wollte ihn mit einer letzten Combo erledigen. Er wusste, ich würde zu gierig werden und hat es schamlos ausgenutzt.
Alter, nee. Die Viecher machen's wieder mit mir. Die machen's wieder. Weißt du, dass es auch echt zweimal hintereinander so ist, dass ich alle erledige und nur noch ein einziges übrig ist und das macht mich fertig. Weißt du? Die Masse, die fetze ich komplett weg. Aber das eine Viech ist dann zu viel, oder was? Alter, laber. Das müsste eigentlich das Leichteste sein, das letzte Vieh noch wegzurotzen. Und ich lasse es aussehen, als ob es eine buddhistische Aufgabe wäre. Servus. So, mach keine Scheiße mit mir, ihr Drecksviecher. Oh nein, ich Idiot. Aber ist nochmal gut gegangen. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Durch den kompletten Baum. Meine Güte. Die Lanzen von denen sind doch einfach mal übertrieben. Punkt. Seuchenglebe, cool. So. Weg mit dir. Nieder in den Dreck, wo du hingehörst. Noch eine Seuchenglebe, cool. Bam! Wir sind alle tot? Yes! Geht doch! Her mit der Numenrune! Unfassbar. Hat viel länger gedauert, als es hätte sein müssen. Und viel mehr Versuche hat es auch gebraucht. Naja, egal. Jetzt ist es ja geschafft. Ich wollte gerade sagen, die lebten ja noch. Die haben sich null eingemischt. Auch geil. Vor denen das reinste Massaker und die so, vielleicht sieht er uns ja nicht, wenn wir ganz ruhig bleiben. Wie geil die Projektile noch versucht haben, die Kurve zu kriegen. Habt ihr gesehen? Auch geil. Also hier habe ich ja jetzt eindeutig das Nest von den Viechern gefunden. Ne, weil hier auch die ganzen kleineren Viecher von denen rumlungern. So. Klangperle 3 des Geistertal-Lilienpflückers. Cool. Können wir bei den Händlern die nächste Stufe der Geistertal-Lilien käuflich erwerben? Ohne dass wir diese in der Open World farmen müssen. Oder generell suchen müssen, ne? Super. Okay, abgehakt. Harlekbaumwurzeln. Jetzt können wir uns darauf konzentrieren. Sehr schön. Nochmal kurz auf die Zeit gucken. Echt jetzt? Die schon wieder abgelaufen? Das gibt's nicht, ey. Das Erkunden... Ich finde immer den nächsten, den nächsten Ort der Gnade und bin dann damit beschäftigt, das Gebiet, das ich hinter mir gelassen habe, nochmal komplett zu erforschen. Kleidung der Reisenden. Cool. Okay. Oh, wow. Sehr viele Kerzen, sehr viele Grabmäler. Was zum Teufel? Darf ich raten, wo ich rauskomme? In dem einen Turm, ganz oben, am Anfang der Stadt. Hahaha! Sag ich doch! Jawoll!
Alles klar. Das Rätsel um den Aufzug ist gelöst. Es war ja klar, dass der von irgendwo weit unten kommen muss. Sehr gut. Ja. Ist das auch erledigt? Wissen wir Bescheid. Wenn wir es nicht über diese, wenn wir nicht schon diese Übergänge benutzt hätten, um zum äußeren Ring zu gelangen, am Anfangsgebiet, dann hätten wir es darüber spätestens geschafft. Safe. So, aber sehr viele äonische Schmetterlinge hier, ey, krass. Und das hier, keine Ahnung. Ich könnte es vielleicht angreifen, aber ich traue mich nicht, ich lasse es lieber. Was steht hier? Ist das ein Glück? Reiset Schmetterling, ja. Okay. Jetzt auf jeden Fall auch noch einmal schön die Runen investieren. Nochmal schön in Gesundheit reinstecken. Und ich würde sagen, danach kommen die letzten paar Punkte in meinen Weisheitswert. Ne? Ich habe dann ja eh nicht mehr viel, was ich da reinstecken kann. Durch den Talisman, den ich gerade ausgerüstet habe, sind es ja eh nur noch 4 Punkte. Aber ich kann trotzdem noch so aufleveln als... in meiner Statistik habe ich offiziell 95, aber hier bei Stufenaufstieg habe ich 90. Heißt das, ich kann die Weisheit hier trotzdem noch auf 99 hochleveln und der Bonus von dem... Der Bonus von dem Talisman sorgt dafür, dass ich auf über 100 komme. Weil normalerweise bei den Attributen war es doch sonst immer so, vom Leveln her, bei 99 ist Schluss. Oder? Jetzt bin ich bei der Weisheit quasi kurz davor, das herauszufinden. Keine Ahnung, vielleicht ist Elden Ring ja so krass groß und so umfassend, dass die das Maximallevel der Attribute hier hochgesetzt haben. Kann ja durchaus sein. Geheimnis voraus. Hahaha. Lustig. Was ich auch noch erwähnen wollte, habe ich total vergessen. In der Zwischenzeit ist wieder ein Patch rausgekommen fürs Spiel. Tatsächlich. Okay, vor mir ist direkt ein weiterer Boss. Tja. Okay, Leute, wisst ihr was? Dann muss ich den Part an dieser Stelle beenden. Und eins kann ich euch garantieren, bis zum nächsten Part werde ich selbstverständlich genügend Runen noch einmal gefarmt haben, um das nächste Level abzumachen. Damit ich mal wieder, auch bei diesem Boss, möglichst ohne Runen reinlaufen kann. Oder mit möglichst wenig. Alles klar, Leute, ich bin sehr gespannt. Könnte sogar sein, dass das hier der letzte Boss hier ist. Wenn das schon die Wurzeln des Heiligbaums selbst sind, fände ich aber schade, weil ich hätte wirklich gedacht, dass wir diese ganzen Brücken hier auch nochmal erkunden könnten. Hätte ich jetzt gedacht. Vielleicht kann man sie auch erkunden und ich habe den richtigen Weg nur noch nicht gefunden. Ne? Naja, sei es wie es sei. Für heute ist an der Stelle erstmal Schluss. Dann würde ich erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.